Ja, dann ist hier das Geld. Na, ich bin noch nicht bereit, die Sache jetzt anzugehen. Ich komme wieder. Bruce erwähnt einen neuen Handel. Ist das die Veränderung, von der er sprach? Ja, 15.000 in Gold. Man möchte die Gegend etwas beschleunigen, zu euren und deren Wohle. Sie möchten zu euch so freundschaftliche Beziehungen wie möglich. Lautet der letzte Kostenanschlag. Seid ihr mit dem Preis zufrieden? Wir sind bestimmt noch der angenehmste Verbündete, den ihr euch in dieser Angelegenheit aussuchen könnt. Sehr gut. Nur damit ihr Bescheid wisst, ihr werdet mit dem Schattenmeister Aran Linwald sprechen. Sehr gut, nur bitte. Ja, das hat er gerade gesagt. 15.000 Gold, wir haben Erfahrung gekriegt. Hier ist ein Schlüssel zum Schattenmeister. Such nach der Geheimtür im Erdgeschoss der Gilde der Schattendiebe. Das ist ein orange-rotes Backsteingebäude im Hafen westlich des Eingangsbereichs. Denkt daran, es ist im Nordwesten im Hafenviertel. Auch wenn es sich unwahrscheinlich anhört, die Schattendiebe werden sich als das geringste der aller Übel erweisen, denen ihr da begegnet. Dieser Mann war es, der uns mit den Schattendieben in Kontakt gebracht hat. Stünde ich das Leben eures Freundes auf dem Spiel, würde ich das keinen Augenblick lang dulden. Ah ja, Aran Linvale. Die wahre Macht hinter den Schattendieben in dieser Stadt und deshalb einer der mächtigsten Männer in Ferun. Wir sollten vorsichtig vorgehen, Talisa. Schattendiebe, vielleicht werden wir jetzt endlich erfahren, warum sie solch ein Interesse an uns zeigen. Verbündete sind teuer in der Stadt des Geldes. Aber ihr seid sicher, eine weise Investition getätigt zu haben. Über Galen Bale habt ihr euch die Unterstützung von Aran Linweil gesichert, dem Schattenmeister von Adkatla. So anrüchig das auch klingen mag, ihr habt kaum eine andere Wahl. Denn schon spürt ihr den mächtigen Einfluss derer, die eure Suche nach Irenikus nach Kräften sabotieren wollen. Jo, damit sind wir im dritten Akt angekommen. Das Mädchen, das Sie gerade reingebracht haben. Hübsches Ding, oder? Das wäre doch ein gutes Ziel für ein paar Verzauberungsübungen. Moment. Was war das für ein Geräusch? Hey, ihr zwei! Der neue Gefangene! Er ist entkommen! Was? Wann? Wo ist er? Er ist in den unteren. Bei den Göttern, nein! Er kommt! Man kann mich nicht in einen Käfig sperren. Man kann mich nicht beherrschen. Erkennt ihr es, wenn ihr sterbt, ihr ewig kläglichen Narren? Ihr und ich haben einiges miteinander vor. Was habt ihr vor? Keine Sorge. Das ist nicht schlimmer als das, was ich eurem Freund antun werde. Ja, Irenikus randaliert. Sehr schön. Wir haben viele Level-Ups, sehe ich gerade. Drei Stück an der Zahl. Gucken wir aber mal kurz ins Tagebuch. Drittes Kapitel, da steht gar nichts. Yay. Erledigte Aufgaben. Ich habe GNB bezahlt. Als Gegenleistung hat er mir einen Schlüssel gegeben, mit dem es mir angeblich möglich ist, den Anführer der Schattendiebe Nat Cutler zu sprechen. Ich soll offenbar in die Diebesgilde gehen und den Schlüssel beim geheimen Gang verwenden, der sich direkt rechts von mir befindet, wenn ich eintrete. Im drittes Kapitel steht gar nichts. Ja, Tagebuch. Oh, hier hat sich auch ein bisschen was getan. Das habe ich gar nicht gemerkt. Gehen wir mal das kurz durch, damit wir das abhaken können. Ich bin aus dem verrückten Labyrinth entkommen, das Irenikus angelegt hat, nur um auf den Magier höchstpersönlich zu treffen. Er kämpfte gerade gegen Meuchelmörder, die in schwarze Lederrüstung gekleidet waren. Vielleicht konnte ich auch deswegen so leicht entkommen, weil er beschäftigt war, aber das ist nur Spekulation.
Die Meuchelmörder haben dem Magier offenbar irgendwas vorgeworfen. Irenicus war verärgert und hat sie daraufhin mit mächtigen Zaubern eingedeckt. Ein Teil des Verlieses rund um ihn ist sogar durch die Ungewalt seiner Zauber eingestürzt. Als sich die Schlacht dem Ende neigte, griff jedoch Immun Irenicus persönlich an. Dann tauchten sie zusammen im Magier auf und bereiteten diesem magischen Konflikt ein Ende. Sie haben sowohl Irenicus als auch Immun gefangen genommen und sind mit ihnen verschwunden. Ich bin nun hier in Alcatla gestrandet, in einer Stadt, in der ich nur wenig Verbündete habe, aber dafür offenbar Feinde, die ich nicht kenne. Immun ist verschwunden. Vermutlich kann ich nur an dem Ort Antworten auf meine Fragen finden, an dem man sie gebracht hat. Ich habe einen Mann namens Gilm Bale getroffen, der seltsamerweise zu wissen scheint, wer ich bin und aktiv nach mir gesucht hat. Er kann mir Hilfe durch eine mysteriöse Organisation anbieten. Eine Hilfe, die offensichtlich einen sehr hohen Preis hat. In der letzten Nacht habe ich von Immun und Irenicus geträumt. Zumindest denke ich, dass es die beiden waren. Immun hat sich sehr seltsam verhalten und gemeint, dass sie die Beziehung zu ihrer eigenen Identität verliert. Irenicus sagte, dass sie es schon noch lernen würde, und dann hat er mich gefragt, ob ich mich an die Vergangenheit klammere oder ob ich durch den Schleier des Schmerzes hindurchblicken könne. Ich denke, der Traum bezieht sich auf die Experimente, die Irenicus mit mir durchgeführt hat. Er hat wohl etwas mit meinem Potenzial zu tun und der Macht, die ich entfesseln könnte, wenn ich es nur wollte. Offensichtlich werde ich meine Antwort nur von Irenicus selbst bekommen. Der Schatten im Traum war nicht wirklich hilfreich. Oh, Pflichten eines Klerikers noch. Die Pflichten eines Klerikers. Ich bin in den Tempel der Latanda aufgenommen worden. Ich habe einen eigenen Raum im Tempel erhalten, eine Zuflucht, die ich jederzeit nutzen kann. Ich darf meine Sachen in den Schränken und Behältern des Tempels verstauen. Als Diener Latandas bin ich verantwortlich für das Wohlergehen meiner Schäflein. Ich soll mich sofort bei der Akolytin Lara im Tempel melden. Lara wird mich über meine Pflichten informieren und mir meine ersten Aufgaben erteilen. Und hier im neuen Kapitel. Während meiner Zeit in Alcatla und meinen Abenteuern inner- und außerhalb der Stadt habe ich Hinweise gefunden, die auf eine Auseinandersetzung zwischen den Schattendieben und einer anderen Gruppe schließen lassen, einer Gilde, die voller Vampire und vielleicht nach übleren Kreaturen ist. Die Feinde der Schattendieben sind auch meine Feinde, dessen bin ich sicher. Gen hat mich mit einem Schlüssel zum Schattenmeister der Schattendiebe geschickt, der die gesamte mächtige Organisation steuert. Aaron Linvale, dies ist beim Weitem angenehmer, als Hilfe von Vampiren zu erhalten. Allerdings bezweifle ich, dass das Gold, das ich Gen gab, die letzte Bezahlung war, die ich für die Hilfe der Schattendiebe leisten musste. Mhm. So. Hey, ich helfe euch gern, wenn es möglich ist. Es gibt keinen Grund mehr für euch hier rumzuhängen. Ihr seid im Geschäft mit dem Schattenmeister und ihr habt gut dafür bezahlt. Wie gesagt, die Geheimtür ist in einem Wandschrank rechts von der Tür, wenn ihr in die Gilde der Schattendiebe reinkommt. Mit dem Schlüssel lässt sie sich öffnen. So, ich will mal quicksaven. Ich will den Schwierigkeitsgrad senken. Ich bin bereit. Und, oh, Doppelaufstieg mal für sie. Stufe aufsteigen. Rettungswürfe alle um 1 reduziert. ETW. Priesterzauber, zusätzliche Trefferpunkte einverstanden. Stufe aufsteigen Minsk. Rettungswürfe um 2 und 3 reduziert sogar. ETW reduziert, ein Priesterzauber 1. 3 Trefferpunkte, sehr schön. Erwin Magierstufe. 4., 5. und 6. Zauber. Ein Trefferpunkt sagen konnte. Einverstanden. Gut. Ah, ja. Was könnten wir hier geben? Natürlich noch mehr Säurefeil und noch mehr Verschwimmen, weil alles andere brauche ich nicht wirklich. Hier noch eine Hast. Kleine Kugel der Unverwundbarkeit sollte sie öfter nehmen, nutzen. Mit jeder Zeit kann der Magier zwei Zauber der zweiten oder des niedrigen simultan wirken. Ich nehme den Kettenzauber mal rein. Und Geisterrüstung, was macht die nochmal?
Den Schutz der Zeugen zapft der Zauber, den des geschützten Wesens hat, und formt daraus die Rüstung. Die Rüstung selbst völlig gewichtslos behindert den Träger weder bei der Bewegung noch beim Wirken. Die Geisterrüstung ist nicht mit normaler Rüstung kumulativ. Der Magier erhält jedoch die Boni für hohe Geschicklichkeit, magische Ringe und ein Schild. Geisterrüstung aufgrund der Punkhanisch RK1, bla bla bla. Plus 3 auf Rettungswürfe gegen Zauber. Wenn der Wirkungsdauer endet, muss der geschützte Wesen einen Sitzungswurf gegen Zauber bestehen. Scheitert er, verliert das vorübergehend ein wenig seiner Lebensenergie und erleidet 2 wie 4 Schaden, also 2 bis 8 Schaden. Also lieber noch eine Steinhaut, weil die Steinhaut, die negiert Schaden. Komm, die Immunität gegen Zauber geht raus und 2 Todeswolken Zauber. Stufe 6 Zauber endlich mal. Also eine verbesserte Hast wäre nicht schlecht. Tödlicher Nebel oder ein Lindwurmruf mal. Mhm. So, Yahira. Ah, noch eine Rüstung hier. Giften und eine Rindenhaut. Heilung. Noch mehr Heilung. Noch ein Schutz vor Lebenskraftentzug und noch eine Heilung. Weil Yahira ist eigentlich unsere Heilerin. So. Und Minz kriegt noch eine Rüstung. Ja, wenn es da. Euer Wunsch ist mein Begehr. So, jetzt gehen wir einmal rasten. Ist das Bier billig? Und auf zu den Schatten. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln. Da können wir die Karte verlassen. Herr W, willst du nicht auch noch mitkommen? Die Docks betreten. Was möchtet ihr? So, da ist unsere Diebesgilde. Das war Mamevas Gilde. Erzählt mir mehr davon. So, und da ist die Tür. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet. Fragt nur, keine große Herausforderung. Hey, wenn du hier landen willst, musst du erstmal was locker machen. Ihr seid also Talisa. Aran hat schon viel von euch erzählt. Meine Güte, ihr seid ihr aber niedlich. Ich liebe einfach hübsche Dinge. Findet ihr mich nicht auch hübsch, Kicher? Aran befindet sich in seinen Gemächern, kleine Frau. So lecker. Geht und sprecht mit ihm. Ich bin fürs Erste fertig mit euch. Sicher, dass wir hier nicht bei den Vampiren Schön, gelandet einen sind? Einen potenziellen Freund vom gleichen Schlage zu treffen. Hey, wir kommen hier in der Gilde. Ich glaube, wir haben uns noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Chuchul. Außergewöhnlicher Einbrecher meines Zeichens. Der beste Dachfürstkletterer auf dieser Seite von Tiefwasser. Habe die Ehre.
Ihr solltet besser hoffen, dass ich euch nie bei eurem Geschäft erwische, Dieb. Ich bin aus Notwendigkeit hier, aber ich werde nicht blind sein. Ja, Keldon, sehr diplomatisch. Ich habe gute Augen. Hallo, ich grüße euch. Mein Name ist Mitsu und kommt mir nicht mit irgendwelchen Wortspielchen, nur weil ich klein bin. Ich bin ein Schattendieb, genau wie ihr. Ganz sicher nicht. Diese Zusammenarbeit ist schiere Notwendigkeit, sonst nichts. Nur nachdem das geklärt ist, will ich euch anschließend begrüßen. Willkommen in der Gilde. Ich glaube, ihr seid entweder hier, um euch mit Aran zu treffen oder zu trainieren, nicht wahr? Was mich angeht, ich würde lieber trainieren. Aran Linvale ist keiner, dem man in die Quere kommen sollte, wenn ihr versteht, was ich meine. Am besten geht man ihm aus dem Weg, dann kann man ihn auch nicht aus Versehen reizen. Aber ich bin sicher, ihr bekommt das schon hin. Nun gut. Also hier scheint es einen Zugang zu geben. Hier scheint es mehrere Türen zu geben. Ich warte. Was immer ihr wünscht.